Hallo, hier ist wieder Igor von Igor's Lab und heute mache ich ein bisschen Kostümfest, weil wir wollen ja Overclocking machen. Und Overclocking klappt nur mit den richtigen Skills, also braucht man ein Basecap als Skillverstärker und dann brauche ich auch noch meine böse Brille, damit die Karte so richtig Angst kriegt und das Testsystem so richtig schwitzt, weil ich will ja richtige Resultate haben. Und weil wir bei richtigen Resultaten sind, ich kann mir nicht in die Tasche lügen. Und das Problem ist mit den 2,1 Gigahertz, ist alles nicht ganz so einfach, weil der Teufel steckt im Detail. Ich habe mittlerweile 3 verschiedene Treiberversionen getestet. Eigentlich sind es mit dem Vorserientreiber sogar 4. Ich habe mit verschiedenen Benchmarks getestet und wir haben auch Powerplay-Tables ausgetestet. Ich habe also Takt gegen Spannung laufen lassen und habe das eine hochgezogen, das andere musste ich wieder runternehmen und so weiter. Ich bin da auf ganz merkwürdige Dinge gestoßen, die mit Logik eigentlich so nicht zu erklären sind. Das heißt also, Powertune selber macht so Dinge, da kommt man eigentlich auch nicht wirklich mit klar. Und ganz am Ende, und ich zeige euch dann auch die verifizierten Resultate, was wirklich stabil lief, auch ohne Bildfehler, das waren 2050 bzw. 2062 MHz. Benchmark stabil, das lief dann auch im Witcher, das lief in allen möglichen anderen Spielen. Ich habe also Forza Horizon 4 getestet. Wir haben auch mal Battlefield laufen lassen. Das sind die Grenzwerte. Natürlich kann ich auch mal einen Firestrike Extreme laufen lassen und dann habe ich vielleicht so einen Lucky Punch, also einen Run von 100, wo auch mal 2000 und ein paar 90 MHz durchlaufen. Vielleicht kriege ich auch mal ein einziges Resultat mit 2100 und blut. Aber das ist komischerweise nie in der Datenbank aufgetaucht. Und das muss ich mir nicht antun, weil im Endeffekt, ich will ja was haben, was auch belastbar ist. Und genau die Ergebnisse, die schauen wir uns jetzt an. So, jetzt kommt die große akustische Beballerung. Ja, mein Freund der Chiller ist wieder aktiv. Und ich habe 20 Grad auf der CPU und die CPU, das ist ein Core i9 7980XE und der läuft auf bescheidenen 4,8 GHz. Dazu habe ich die Radeon 7 und die begnügt sich halt gerade mal so eben mit 2062 MHz. Mehr geht nicht, sonst schmiert die Scheiße ab. Ich kann natürlich ein bisschen die Spannung runternehmen und wenn ich jetzt Spiele habe, die ja nicht so fordern sehen wie zum Beispiel Witcher oder ich habe jetzt halt den Time Spy oder ein Firestrike Extreme durchlaufen, wo auch mal ein bisschen Power gefordert wird, dann kommt man auch locker über 2100 MHz. Nur funktioniert dies nur ohne Last. Ja? Also wir können jetzt mal schauen, ich habe hier zum Beispiel das Witcher 3 Menü, wenn man da mal so guckt. 2145 MHz bei über 2400 Frames pro Sekunde. Ja, da zirpen die kleinen Spannungswandler wie ein paar Zikaden im mexikanischen Abendwind. Ja, aber dafür kann ich mir nichts kaufen, weil spätestens wenn ich das Spiel starte, bam, Crash. Aber es ist ein schöner Screenshot, oder? Und ich habe ein kleines Video, dann startet das gerade, dann bin ich bei 2205 MHz, Crash. Schön für die Sensation, wahrscheinlich auch geil für YouTube, aber wir waren ja schon bei den Taschen, beim Lügen und beim sich selbst betrügen. Das genau wollen wir heute nicht tun. So, wenn ich meinen Kopf wegnehme, dann sehen wir im Hintergrund schon den Firestrike Extreme. Und das ist so, wenn man hier in diese Kurve kommt, schon mal die erste Hürde, weil wenn man die genommen hat, auch artefaktfrei, da kann man davon ausgehen, na, es blitzt nichts und man kommt heil durch. Es ist vor allen Dingen der erste Benchmark-Durchlauf, der einen hier so ein bisschen ins Schwitzen bringt. Das ist auch nochmal so eine Kurve, also wenn man jetzt hier das geschafft hat und den ersten Teil absolviert hat, dann hat man quasi bei diesem Benchmark quasi schon gewonnen. Und wie das hinten raus aussieht mit 2000 und, mein Kopf ist nicht ganz drauf, mit 2062 MHz, das zeige ich euch jetzt.
So, jetzt haben wir natürlich auch einen 4K-Monitor und ja, dann kann man ja auch mal den Fire Strike Ultra laufen lassen. Und während ich jetzt bei dem FireMark Extreme noch auf Platz 25 dieser sehr ominösen UL-Liste von FutureMark gelandet bin, habe ich es hier im 4K immerhin auf Platz 19 geschafft. Im Übrigen, TimeSpy habe ich mir geschenkt, weil, also ich frage mich, wie manche Leute das hinbekommen. Da machen sie ein Crossfire und landen dann ausgewiesen als mit einer Karte mit über 19.000 Grafikpunkten da drin. Das ist technisch nicht möglich. Und wenn ich das Ding an Starkstrom anschließe, dass die Karte glüht. 19.000 Punkte mit einer Karte Grafikpunkte sind eine pure Utopie. Also auch hier haben wir so die kleinen Ungereimtheiten in dem ganzen Benchmark-Dschungel. Aufmerksame Beobachter werden festgestellt haben, ich habe mein Basecap jetzt wieder andersrum auf. Warum? Scheiß doch auf diese ganzen Synthetics, ne? Die mag man ja bei einer Frau in Form von Strumpfhosen auch nicht wirklich. Weg damit! Braucht kein Mensch. Wir haben Games und ich habe jetzt Spiele gebenchmarkt. Und zwar habe ich einmal die Karte AdStock und dann habe ich euch die Resultate vom Gaming. Und die sind alle stabil durchgelaufen. Und die Charts-Grafiken, die findet ihr in der vollen Länge, im vollen Umfang, auch mit Frame-Times, mit Varianzen und diesem ganzen anderen Details natürlich auf unserer Homepage, ne, bei der Radeon Tweaker Group, bei uns, bei tomshw.de, auf dem System und natürlich ein paar ausgewählte Benchmarks, weil ja jeder sagt, wir brauchen, wenn wir schon den Wasserblock testen, brauchen wir auch die OC-Ergebnisse. Hier sind sie. So, schauen wir einfach mal Benchmarks an. Ich habe jetzt hier viermal Ultra HD. Ultra HD auch vor allen Dingen deswegen, um die Bandbreite mal so richtig auszunutzen. Es sind vier Spiele, die habe ich natürlich schon ein bisschen speziell ausgesucht, damit jetzt AMD nicht ganz so schlecht aussieht. Es gibt also auch Spiele so wie Metro oder Witcher, da ist die Karte natürlich nicht so fit im Schritt. Aber allgemein, wir sehen hier schon eine Tendenz und die ist erstaunlich. Und wenn man sich die Leistungszuwächse anschaut, dann ist so eine RTX 2080, die man natürlich auch übertakten könnte, schon gar nicht mehr so smart. Und in einem eigenen Spiel, das sehen wir ja auch, dann hat man auch so eine 2080 Ti. Das sind natürlich alles Founders Editions, ein bisschen übertaktet, aber auch nicht wirklich richtig. Ja, also man ist schon irgendwie konkurrenzfähig, aber eben nicht nur. Und ja, was soll's. Also der Leistungszugewinn, auch bei dieser Übertaktung, ist natürlich nicht von schlechten Eltern. Das muss man nicht wegdiskutieren. Da kann man sich ein Loch im Hintern freuen, weil das ist wirklich schön. Und also wer die Möglichkeit hat und wer so eine Karte gerne umbauen möchte, Leute, packt einen ordentlichen Wasserkühler drauf, dann klappt es auch mit dem Übertakten. Hey, wo ist das Basecap hin? Und die Brille ist auch nicht mal die gleiche. Ah, den Klaus Kevin, den habe ich jetzt in die Ecke gestellt. Das bin ich wieder ich und dann kommen wir mal zu den Fakten. Zusammenfassung und Fazit. Über 17% Taktsteigerung, die sind okay. Und den HBM2 habe ich ja auch übertaktet von 1000 auf 1230 MHz. Und da habe ich mit dieser ganzen Übertaktung zusammen in den realen Spielen, gut, ich gebe ja zu, die sind so ein bisschen schon Cherry-Picking für AMD, da habe ich unterm Strich 13,8 bis 14,1% Leistungsgewinn. Also nicht bloß Takt hoch und gucken, was passiert. Es skaliert auch noch einigermaßen ordentlich. Natürlich noch die Leistungsaufnahme. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Und wie gesagt, je nach Spiel liegt man dann so zwischen 380 bis 408 Watt Maximum. Das sind also nicht die Spikes, sondern das ist das, was ich wirklich maximal so über eine längere Zeit messen konnte. Das ist natürlich nicht wenig. Dafür braucht man wirklich einen Wasserblock, weil das kriegst du mit Luft nicht mehr richtig weggekühlt. Macht aber nichts. Und da muss nicht mal unbedingt ein Schiller unterm Tisch stehen. Also man kann das auch mit einer normalen Wasserkühlung machen. Das habe ich hier in meinem Benchtable getestet. Das sind zwei 480, aber mit extrem langsam drehenden Lüftern merkt man kaum einen Unterschied. Also ich habe dann so nach einer Stunde, ja, dann bin ich bei 2050, also 2050 MHz. Die 12 MHz, die kann ich mir wegdrücken. Aber mehr geht halt nicht. Und da ist so eine kleine Barriere. Man kann noch ein bisschen übertakten. Vielleicht hat man dann auch Glück und jumpt mal so ein bisschen die 2080, 90, 2,1 GHz Marke so ein bisschen an. Aber stabil ist das nicht. Also man kann da mal einen so einen Benchmark-Durchlauf machen. Vielleicht kriegt man den auch eingetragen, weil es mal durchgelaufen ist. Aber das ist nichts Reales. Also wenn man es wirklich täglich nutzen will, so eine stabile Geschichte, 2050
vergesst den Rest. Es ginge vielleicht mit ein bisschen Glück. Ja, irgendeiner kriegt einen goldenen Sample und der kann sich dann den Hintern sonnig freuen. Ich habe halt Pech gehabt, ich habe ein ganz durchschnittliches Sample und meine Karte kann einfach nicht mehr. Ist auch eine Erkenntnis. Und in dem Sinne, schaut euch die anderen Videos an. Ich habe euch gezeigt, wie man diesen Kühler richtig montiert, vor allem wie man die Schrauben richtig festschraubt, weil die Reihenfolge hat schon ein bisschen in Sinn, so wie ich es erklärt habe. Ja, und das Unboxing zeigt halt die Verpackung. Und die drei Videos könnt ihr euch nochmal anschauen. Und den Rest, nämlich die ganzen Frame Times, die Varianzen und den Unevenness Index und was wir noch alles mehr haben, das gibt es auf meiner Homepage nochmal im Review. Das muss ich natürlich erst mal schreiben, weil YouTube geht immer schneller. Man hat ja schnell mal in die Kamera reingelabert, aber diesen ganzen Mist dann aufschreiben, kostet Zeit. Mache ich aber heute noch. In dem Sinne, guckt dann auch hier nochmal rein. Dann oben habe ich den Link dazu. Und vergesst nicht, abonnieren, so ein Abo. Das ist so ein bisschen Benefit für mich. Das kleine Leckerli nach dem Test. Und in dem Sinne, Salve.